Im Zuge der Corona-Pandemie wurde Facebook immer wieder dafür kritisiert, die Verbreitung von Fehlinformationen rund um das neuartige Coronavirus zu ermöglichen. Nun sprach Facebook-Chef Mark Zuckerberg in einem Live-Interview mit dem führenden US-Infektiologen Anthony Fauci und kritisierte dabei aufs Schärfste das Krisenmanagement der Trump-Regierung. Zuckerberg sagte, er glaube, man müsse das Virus wesentlich ernster nehmen und bedankte sich bei Fauci für seine wissenschaftliche Expertise in der Krise. Ich möchte Sie fragen, ob es irgendwelche Erkenntnisse dazu gibt, dass das Tragen einer Maske schädlich ist. Es sind sehr viele Memes im Umlauf, die behaupten, Menschen würden mit Maske mehr Kohlendioxid einatmen. Stimmt das? Nein, Mark, es gibt überhaupt keine Beweise dafür, dass es negative Auswirkungen auf die Atmung hat, eine Maske über einen längeren Zeitraum hinweg zu tragen. Die Debatte darüber, ob das Tragen von Mund-Nasen-Masken verpflichtend sein soll, hat in den USA vielerorts heftige und sogar politische Züge angenommen.